Mahlzeit, ich grüße euch. Ja, ich möchte mit euch über das Thema Vorsorge reden. Und zwar speziell so Lebensmittel und Wasser. Hat jetzt nichts groß mit Preppen zu tun und sonst was, sondern einfach nur mit blanker Vernunft. Ja, und wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Weil die momentane Entwicklung so in Sachen Panikmache in Form von Coronavirus etc. Ob es Panikmache ist oder so, sei dahingestellt, ist schon so, dass man sich anfängt, darüber Gedanken zu machen und man sollte auch mal zurückspulen, was so vor unseren Tagen so alles passiert ist. Deswegen würde ich gerne da mit euch drüber reden und wenn euch das interessiert, bleibt dran und ansonsten wie immer, wie gesagt, weiterklicken. Bis gleich. Ja, also, wo fange ich an? Fangen wir mal ganz einfach an. Ja. So einfach kann man das gar nicht. Muss man ein bisschen ausholen. Ja, momentan ist ja die Entwicklung in Sachen Coronavirus so für viele so ein Angstpunkt, beziehungsweise viele machen sich da Sorgen, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht sei jetzt, kann man momentan noch nicht evaluieren, sprich abwägen. Und da geht es einfach, sag ich mal, darum, mit der Vernunft, da sag ich mal, jetzt keine Kurzschlussreaktion zu machen, sondern vernünftig zu reagieren. Und vernünftig reagieren tut man in der Hinsicht dann, wenn man zum Beispiel, ja, besonnen reagiert. Besondere Reaktionen sind für mich zum Beispiel Sachen zu gucken, gab es sowas schon mal in der Vergangenheit? Was haben wir gemacht? Was sind die Erfahrungen daraus? So, und da kommt man dann ganz schnell zu einem Punkt, dass gab es früher schon mal so in der Hinsicht. Jetzt nicht speziell so ein Virusfall, sondern eben halt Naturkatastrophen, Hochwasser. Ne? Die Hochwasserlage in den 70er Jahren, Ende der 70er, war natürlich ganz schlimm. Es gab Schneestürme, generell Umweltkatastrophen und da weiß man ja mittlerweile, die werden immer mehr. So, und da kommt mir ganz schnell so in den Sinn. Ich erinnere mich an so eine Sache, zum Beispiel mit meiner Oma, mit meinen Großeltern. Meine Großeltern hatten immer einen Vorrat von mindestens 4 Wochen im Haus. Gut, die lebten jetzt etwas ländlich und hatten die Möglichkeit, eben halt aus einem Brunnen die Sachen zu holen, aber letztendlich ist der Sinn dahinter, für 4 Wochen Essen da zu haben, schon nicht verkehrt. Ja, jetzt kommen viele damit so hin, preppen, ne? Aber damit habe ich gar nicht so viel am Hut. Mir geht es hauptsächlich um die wirkliche Vernunft. Sprich, von Zeit auf an, wenn man sich da überlegt, haben Menschen in guten Zeiten Sachen zurückgelegt für schlechte Zeiten. Das war schon immer so und da kann man jetzt viel recherchieren und so. Ihr werdet mit Sicherheit, oder ihr werdet auch, ich habe es gemacht, ihr werdet auch mir beipflichten, wenn ihr das macht, dass man in der guten Zeit für die schlechte vorsorgt. Das machen Landwirte, das machen, also Landwirte machen es sowieso, weil es eben halt in der Landwirtschaft so ist, dass man eben halt Saatgut zurücklegt. Das machen Regierungen, die legen irgendwelche Reserven an, sei es öltechnischer Art etc. Ist egal. Der Sinn dahinter ist eben halt, dass wenn ein Engpass von irgendetwas kommt, dass man das auspuffern kann. Weil momentan ist es so, wir leben in einer Gesellschaft, wir haben viel zu viel von allem. Viel zu viel. Und diesen, sag ich mal, Überfluss als normal zu empfinden, das ist gefährlich. Man sollte nie, nie davon ausgehen, dass eine Zugfahrt ewig dauert. Irgendwann kommt der Bahnhof und dann steigt man aus. Und wenn die Tasche dann nicht gepackt ist, dann hat man Probleme, wenn man vorher im Café, im Zug nichts gegessen hat oder sich beiseite gepackt hat. Ihr versteht den Sinn dahinter. Letztendlich ist es so, ein gesunder Vorrat an sich wird quasi auch von unserem Bundesamt für Katastrophenschutz empfohlen. Den Link packe ich unten ins Video rein, da könnt ihr das sehen, dass es da so einen Vorsorgeplan gibt, der listet euch auch auf, was ihr braucht und gibt euch Tipps. Und das ist auch durchaus sinnig, weil vielen Leuten ist das gar nicht mehr bewusst, was es heißt, auf einmal in den Supermarkt zu gehen und da steht nichts. Das sind Sachen, da kann man sich kaum noch vorstellen. Ich selber
Ich kenne es nicht wirklich. Ich kenne es nur von Geschichten. Ne? Ich kenne zum Beispiel Geschichten von meiner Großmutter, die erzählt hat, dass die draußen noch nicht mal mehr Brennnessel gefunden haben, die am Straßenrand wachsen, weil die weggepflückt worden sind, weil man die essen kann. Generell, man hat nichts mehr Essbares gefunden. Und früher haben die Leute noch wesentlich mehr Sachen gegessen. Entschuldigung. Ein Bata hat sich gerade bei mir verfangen. Und früher haben diese Leute noch wesentlich mehr Sachen gegessen als heutzutage. Erzähl mal heutzutage einen, der kann Brennnessel oder irgendwelche Birkenrinde verwursten. Die gucken einen nur an und sagen einen, ja, ne, kannst du machen, mach mal. Ne? Ja, aber ich will das jetzt auch gar nicht ins Lächerliche ziehen. Es ist eben halt so, dass es vernünftig ist, eine Vorsorge zu treffen. Ne? Und eine Vorsorge zu treffen heißt eben halt, dass man in solchen Tagen gelassener bleiben kann, wenn was ist. Sei es jetzt Coronavirus bricht aus in Deutschland oder irgendwelche anderen Sachen. Nächste Naturkatastrophe, die raufzieht. Wirbelsturm etc. Ich will jetzt auch gar nichts schwarzmalen oder so, aber es ist eben halt von der Logik her so, dass man Vorräte haben sollte. Und daran solltet ihr auch denken. Ihr solltet wirklich daran denken, wenn ihr in euren Kühlschrank guckt, ist da genug drin. Wenn ihr in euer Regal guckt, sind da genug Dosen drin, damit ich mal ein paar Tage auch ab vom Kaufhaus leben kann. Weil man kann, heutzutage kann man jeden Tag einfach nur so Strich in den Supermarkt gehen und kann eben halt dort sein Essen holen. Man kann jeden Tag frisch einkaufen. Macht super viel Spaß. Ist auch schön in der Hinsicht. Aber normal ist das nicht. Und das war noch nie normal. Und daran sollte man sich mal erinnern. Also, ich möchte, weiß Gott, nicht schwarz malen, aber es ist eben halt so, dass man eine Vorbereitung treffen sollte. Und das Vorsorge, also Vorsorge ist einfach nur grundvernünftig. Es ist unvernünftig zu denken, dass dieser Überfluss andauert. Ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht schwarz malen. Ich will hier keine Katastrophen oder sonst was ausmalen. Es geht einzig und allein darum, was macht ihr, wenn ihr keinen Strom habt? Was macht ihr, wenn ihr eingeschneit seid? Okay, einschneiden hier in Deutschland ist mittlerweile bei dem Wetter, bei den Temperaturen eher selten. Wir haben ja mittlerweile richtig schön warm, auch im Winter. 18 Grad im Winter. 18 Grad. Also, nur um da mal zur Revue zu passieren zu lassen. Also, bereitet euch vor. Und ich möchte mit dem Satz schließen, der mir besonders wichtig ist und der sehr, sehr viel Wahrheit in sich bietet. Leute, haben ist besser als brauchen. Und das war schon immer so und das wird auch in Zukunft so bleiben. Und was ihr habt, habt ihr. So, danke für eure Zeit. Und ja, danke. Macht's gut. Bis zum nächsten Video.